Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Lea und ich drehen heute mal was für die Kreisvolkshochschule. Für einen Kochkurs, einen Online-Kochkurs, und zwar ein Rinderfilet mit grüner Pfeffersoße. Und dazu gibt es Rosmarinkartoffeln. Lasst uns anfangen, das wird was. Bis gleich. Für das Gericht brauchen wir ein Filetsteak, 150 Gramm Schmand, ungefähr 4 bis 5 Esslöffel Olivenöl. Wir brauchen 3 Kaffeelöffel grünen Pfeffer. Wir brauchen ungefähr 2 Esslöffel Cognac, groben Salz und groben Pfeffer zum Würzen, 4 kleine Kartoffeln, auch Drillinge genannt. Und wir brauchen Rosmarin. Was ihr hier seht, ist für eine Person. Vom ersten Augenblick an will ich, bevor ich richtig anfange, den Backofen vorheizen. Auf 180, 200 Grad auf Umluft, damit wir gleich die Rosmarinkartoffeln da drin machen können. Da kann sich schon mal warm arbeiten und dann geht's weiter. Da der Backofen schon mal arbeitet, was ich gut finde, wenn andere auch mal was machen, fangen wir jetzt mit den Rosmarinkartoffeln an. Ich habe schon mal ein Backblech ausgelegt mit Backpapier. Jetzt schneide ich die Kartoffeln halt durch, streusel Rosmarin drüber, Salz und Pfeffer. Die Kartoffeln habe ich vorgekocht, 15 Minuten. Sie sollen nicht ganz durchgekocht sein, aber schon mal vorgekocht. Sonst müssten die viel länger im Backofen, bis sie gar sind. Und jetzt lege ich sie aufs Backblech. Die Kartoffeln liegen auf dem Backblech. Jetzt machen wir daraus die Rosmarinkartoffeln. Ich strippe sie einfach ganz einfach runter. Oben den Kopf nehme ich so mit. Sie müssen nicht ganz klein werden. Hauptsache, man hat sie ein bisschen mehr oder weniger in Form gebracht. Dafür nehme ich den Pfeffer, packe ihn in den Mörser und mörser ihn klein. Es gibt natürlich auch eine Mühle oder ihr tut es in eine Folie und haut mit irgendeinem Hammer oder sowas, macht es kleiner. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, hätte ich fast gesagt. Es gibt also viele Möglichkeiten, sich den Pfeffer fertig zu machen. Für mich ist der Pfeffer jetzt teilweise klein genug. Jetzt streue ich ihn schön über die Kartoffeln. Salz mache ich genau das gleiche. Salz rein in die Schüssel. Klein machen. Es gibt da auch eine Mühle. Hauptsache es wird klein. Das ist schönes, grobes Meersalz. Darf also nicht zu klein. So. Jetzt streuen wir das genauso wie den Pfeffer da drauf. Als nächstes träufle ich ein wenig Öl darüber, Olivenöl. Und zum guten Schluss, was soll es werden? Es werden Rosmarinkartoffeln. Und da würde ich auch nicht so sparsam sein, es soll ja nach Rosmarinkartoffeln schmecken. Deswegen nicht unbedingt geizen damit. Fertig. Jetzt kommen die vorgekochten Rosmarinkartoffeln. Wie gesagt, Drillinge heißen die kleinen. Und die packe ich jetzt in den Backofen rein. Mittlere Schiene, 180 Grad. Klappe zu. Und der Timer geht auf 20 Minuten. Das arbeitet jetzt schon für sich hin. Jetzt fange ich an und mache jetzt schon mal Öl in der Pfanne. Damit wir das auch gleich schön anbraten können, das Steak. So. Wie ihr seht, bin ich etwas faul. Das spritzt nämlich gleich fürchterlich und so kann mir das hier nicht alles dreckig werden.
Hier bei der Flamme habe ich Alupapier genommen, weil ich hatte das erst mit Zeitung probiert. Aber es hat immer wieder gebrannt. Ich kann es euch sagen, lasst das. Jetzt warten wir, bis es heiß genug ist. Ich habe hier eine kleine Magic-Zange. Wie ihr seht, passiert gar nichts. Es passiert nur was. Und nach unten geht die auf. Oben bleibt sie zu. Also nehme ich jetzt das Fleisch. Ich will da ja nicht reinstechen, deswegen nehme ich die Zange. Und man hört schon, dass es anfängt zu brutzeln. Man sieht es auch schon schön. Obwohl, ihr werdet gleich sehen, da passiert noch ein bisschen mehr. Den Gargrad bestimmen wir natürlich selber. Es gibt da alle möglichen Tricks, was man im Internet lesen kann. Das ist Medium, sehr Medium, Rare. Das ist dann wieder ein bisschen fester, das ist ein bisschen sehr fester. Man kann es einfach mit der Gabel prüfen, wie weit ist es. Seht ihr, es passiert schon was. Durch dieses Pressen merkt man ja, wie weit es ist. Einige mögen es ganz durch und die anderen überhaupt nicht. Ich kann es auch lieber eher etwas tun. Das ist aber ganz eure Wahl. Da ich das Filet nichts für mich mache, ist es, ich mag es sehr blutig gerne, nehme ich es aus der Pfanne. Ich habe mir ein Stück Alupapier bereitgelegt. Packe es ein und lasse es im Ofen noch mal ein wenig ruhen bei den Kartoffeln. Wenn ihr meint, dass ihr zu viel von dem Öl, wenn das zu viel weggebraten ist, könnt ihr noch wieder ein bisschen nachkippen. Jetzt wird es ein bisschen lustig. Nicht nur, weil das Alkohol ist, sondern weil das gleich karamellisiert. Ihr seht langsam, was für eine schöne braune Färbung es annimmt, weil es schön karamellisiert wird. Damit ist der Alkohol auch ganz raus. Und wir können mit dem Schmand anfangen. Ich habe jetzt kurz ausgestellt, weil das alles zu schnell geht. Man sieht jetzt schon, es löst sich auf, es wird schön flüssig, mehr muss es auch nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt, weil es mir zu warm war, kurz die Platte ausgestellt. Aber ihr seht, es nimmt die Form an, die ich gerne haben möchte. Zu diesem Zeitpunkt jetzt mache ich schon den grünen Pfeffer mit rein und verrühre ihn mit. Und im Endeffekt ist die Soße jetzt schon fertig. So, jetzt habe ich soweit alles drin. Jetzt muss ich es abschmecken. Finde ich gut. Jetzt würze ich ein wenig mit Salz und Pfeffer. Heute nicht wieder Italiener. Nein, ich kann nicht immer Italiener spielen. Warte, wir haben ja hier noch zerbröselten. Oder? Das wird noch was mit mir. Habt ihr es gesehen? Und soll ich euch was sagen? Das war die Soße. Und seht ihr, warum ich faul bin? Wie die Flächen hier ausgesehen hätten mit dem Öl, wie das gespritzt hat? Ich bin ja kein kleiner Doofer mehr. Bestimmt nicht. Ich gucke jetzt einmal nach den Kartoffeln. Die sehen schon sehr gut aus. Ich finde aber, oben hätte ich sie gerne ein bisschen brauner. Also stelle ich ihn auf ein paar Minuten noch Oberhitze, dass nur die Hitze jetzt einmal von oben kommt, dass er da ein bisschen mehr Power kriegt. So, die Zeit ist um. Wir stellen jetzt den Backofen aus.
holen die Kartoffeln raus und guck mal, wie schön die geworden sind. Sehen die nicht richtig gut aus? So, jetzt ist unser gutes Fleisch dran. Das habe ich hier ja zwischen geparkt, damit es ein bisschen ruhen konnte. Den Backofen mache ich nicht ganz zu, jetzt im Herbst und Winter kann er gut mitheizen. Und auch das wird warm. Und jetzt fangen wir mit dem Anrichten an. Jetzt hat er noch ein bisschen gesuppt. Da packen wir jetzt die Rosmarinkartoffeln dazu. Jetzt kommt die Soße dazu. Und fertig ist das Ganze. Schaut euch das an, wie einfach das geht. Das ist so lecker. Ihr wollt nie wieder was anderes essen. Abonniert uns, gebt uns einen Daumen hoch. Besucht uns in der Kreisvolkshochschule beim Kochkurs. Das wird bestimmt gut. Wir haben bestimmt viel Spaß miteinander. Bis dann. Ciao. Tschüss. Traumhaft, Kinder. Traumhaft.